Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und dem Spiel Slay the Spire. Wir haben in der letzten Folge die erste Runde hier geschafft. Und zwar schien das Akt 1 zu sein und jetzt sind wir in Akt 2. Und haben den Boss besiegt, der war ziemlich hart. Haben dafür aber am Ende ein Relikt bekommen, wodurch wir 10 TP heilen. Es gab noch andere, aber ich glaube, das war das Beste, was wir dazu hatten. Und ja, weiter geht's. Der erste Weg vereint sich wieder da. So, das heißt, Händler. Ich habe relativ viel Gold. Das wäre der einzige Händler, wobei da oben sammelt sich an einem Händler. Die Fragezeichen, das kann halt alles sein. Am Anfang hatten wir einmal Glück und unser Orichalcum hatten wir daher. Aber ich glaube fast, ich würde den Monsterweg gehen. Monster heißt immer, ich kriege einen Schatz, Lebenspunkte und etwas Gold. Wenn ich hier was kaufen will, ist vielleicht etwas Gold gar nicht mal schlecht. Oder gehe ich doch den Fragezeichenweg in der Hoffnung, um was Cooles zu kriegen? Vielleicht den, dann habe ich trotzdem noch ein Monster dazwischen. Oder den hier, machen wir den. Gehen wir so und haben noch ein Fragezeichen dabei. Okay, 99 Leben. Es wird also härter. Ich krieg 10 Schaden ab. Aber ich heile mich ja auch 10 am Ende des Kampfes. Ach ja, und initial habe ich ja 10 sogar. So, Debuffs auf ihn. Einmal benommen ins Nachziehdeck. Okay, aber das hält nur eine Runde. Das heißt, ich mache jetzt einfach keine dieser Karten. So, damit könnte ich ziemlich viel Damage in einem Zug machen. Aber ich glaube, dreimal sowas mache ich jetzt mehr Damage. So, kann mir eigentlich egal sein, da er sterben wird. Und zack, 10 Leben. Perfekt. Ein Angriffstrank. Eine Angriffskarte, sie kostet 0. Okay. Wenn alle Handkarten Angriffe sind, füge 18 Schaden hinzu für 0. Und dass alle Angriffe sind, kann ich ja... diesen Zustand kann ich ja erzeugen, indem ich die eine Macht spiele, wodurch Karten erschöpft sind, Fähigkeiten. Und wenn ich alle Fähigkeiten gespielt habe, habe ich ja nur noch Angriffskarten meines Blockens. Body Slam. Nee. 3 Gegner hat man lange nicht mehr. Flug. Hat Flug irgendeinen Einfluss? Angriffsschaden um 50%. Flug endet nach dreimal Angriffsschaden. Trotzdem, auf alle Gegner Schwäche und verwundbar ist trotzdem super gut. Deswegen machen sie auch 0 Schaden. So, das kann ich noch nicht spielen, außer ich benutze das. Drei zusätzliche Karten. Jetzt könnte ich das spielen. 18 Schaden. Aber ich finde, die lohnt sich erst, wenn sie günstiger wird. So, was brauche ich eher nicht? 2x5. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie viel Damage ich gerade mache. Achso, da steht es auf 4. Er berechnet den Schaden, sobald ich angreifen will. Okay, gut zu wissen. Warum macht er da hinten noch so viel? Der hat Aggressivität. Okay, vielleicht sollte ich den da hinten zuerst töten.
9 Schaden, 2 mal 3. Hm, was macht das? 13. Verwundbar ist überall drauf. Der wird nicht so lange leben, dass sich nochmal zusätzlich verwundbar lohnt eigentlich. Ist in seinem Zug betäubt. Das heißt, den Schaden könnte ich lieber auf einen anderen machen. Angriffskarten sind. Könnte ich nicht einfach die spielen? Und dann müsste ich das ja trotzdem spielen können? Schade, ich würde gern wissen, ob ich mit 4 Schaden 6 machen würde durch schwach. Der macht keinen Schaden. Ach mal, es müssen 3 Attacken pro Zug sein. In einem Zug. Ach so. Das wäre eine Attacke. Das wäre eine Attacke. Das wäre eine Attacke. Oder das. Dann könnte ich aber nur noch 1 spielen. Und es zählt nicht als Attacke. Okay. So, ist die Karte erschöpft? Eigentlich nicht. Geht nicht. Okay. Schade, hat nicht als Angriff gezählt. Ah, ärgerlich. So könnte ich mich jetzt erstmal heilen. Für 2. So, ich will gucken, ob ich die Karte spielen kann. Jetzt berechnet er zumindest den Schaden. Ja. Also es reicht, wenn ich die Karten weglege, die ich sonst nicht spielen könnte. So, hab zwar doch ein bisschen Schaden bekommen, aber gut. 10 Block. Den Nachziehstapel erschöpft. Füge 10 Schaden zu, mische einen Benommen in das Nachziehstapel. Okay. Ein Ritter und ein Priester. Mhm. So, aber sowas ist erstmal als erster Zug super geil. Karten bringen mir weniger Block. Das heißt, mein Standardblock bleibt unberührt. So, wenn ich jetzt aber wieder das spiele für 1, dann könnte ich trotzdem 18 Damage machen.
Ach, er hat das auf sie gemacht. Jetzt hat sie 15 Rüstung. Schade, wo ich sie fast tot hatte. Das heißt, sie braucht jetzt 23 Schaden. Bleibt die Rüstung? Ich könnte 8 Schaden. Ich könnte 18 Schaden machen. 28. Wenn ich das auch noch spiele. Ach, in das Deck. So, opfern werde ich jetzt nicht. Das lohnt sich nicht mehr. Damit könnte ich mir zumindest Leben wiederholen. Aber dann spiele ich lieber das, weil dann kommt statt 6 12 Schaden durch. So, ich würde 3 Karten ziehen. Das wäre benommen, eine Macht. Keins davon könnte ich spielen. Nee, lohnt nicht. Das ist cool, dass man auch so in den Stapel gucken kann. Kann man seinen Zug echt gut planen. So, trotzdem wieder das. Nur diesmal kann jede Karte kommen. So, das macht schon mal keinen Schaden. Kostet kein Mana, würde ich sagen. So, ich kriege mindestens 6 Schaden. 6 könnte ich blocken. Ich glaube... Die Frage ist, wenn ich das spiele, kriege ich auch 6 Schaden. Aber vielleicht schaffe ich es in einem Zug. Ich hätte den ersten Zauber nicht spielen sollen gleich. Ah ja. Ah, schade, ist das ärgerlich. Dadurch habe ich jetzt 6 zusätzlichen Schaden bekommen. Statt ganz easy in der Runde ihn zu besiegen. So. Erhalte 2 Wunden auf die Hand. Unspielbare Statuskarten. Schöpfwort, erhalte 3 Block. Ohne Block erhalte ich 6. Erhalte 7 Block, füge 7 Schaden zu. Die lohnt sich doch, aufgewertet. So, und jetzt gucken wir uns doch nochmal ein Event an. Es ist ein Gegner mit 115. Könnte aber normal sein. So. Verwundbar und Schaden. Mehr ging gerade eh nicht. Wenn du eine Karte ziehst, sind ihre Kosten zufällig. Und damit sind die Kosten hier alle teurer geworden. 7 Block und 7 Schaden, aber ich könnte eh nichts für 1 spielen. Wie lange bin ich verwundbar? Keine Ahnung. Dann mache ich doch einfach das. Okay. Ein Schaden. Könnte das spielen? Dadurch kriege ich wenigstens kein Damage. Aber er hat verwundbar auf mich gewirkt. So, das kostet nur 2. Damit könnte ich das umsonst spielen. Oder ich mache so und spiele so. Das lohnt gerade irgendwie nicht. So, zusätzlichen Schaden werde ich jetzt nicht noch kassieren. Ich würde 16 Schaden kriegen. Boah, es kostet 3.
Aber selbst wenn ich jetzt drei Karten ziehe, ist die Chance hoch, dass die alle drei Mana kosten. Aber ich werde trotzdem viel Damage kriegen. Ich kann nur hoffen, dass ich gute Karten kriege. Die null kosten, sehr gut. Allen Gegnern 10 Schaden, das ist doch nett. 14 Schaden zu, wende 3 schwach an. TP durch eine Karte verlierst, erhält er einen Stärke. Hinzufügen Angriff auf die Hand, dieser kostet 0 in diesem Zug. Einen zufälligen Angriff. Aus meinem Deck oder generell? 14 Schaden und 3 schwach für 2, ist aber auch geil. Aber damit hätte ich einen, den ich gratis spielen kann. So, dann noch zum Händler und dann... überspringen möchte ich ihn nicht. Ziehe 2 Karten, lege eine Handkarte auf den Nachziehstapel. Wüsste ich noch nicht. Lege eine auf den Nach... okay. Verliere 2 TP, füge aber 18 Schaden zu, das ist heftig. Füge 4-mal einem zufälligen Gegner 3 Schaden zu, okay. Oh, eine zufällige Karte wird erschöpft. Aber wenn ich keine mehr auf der Hand habe, habe ich auch nicht den Nachteil. Für 0 Mana, 1 Mana kriegen, aber 3 TP verlieren. 2 zusätzliche Stärke. Das ist eine Macht, das heißt, das wird dauerhaft aktiv sein. Erschöpfen werden zu 50% stattdessen abgeworfen. Achso, dadurch kriege ich die zur Hälfte wieder auf die Dings. Verwundbar anwendest, verwendest du auch 1 schwach an. Ah, okay. 2 Truhen, die du öffnest, erhalten 2 Relikte. Kann ich mir die Karte anzeigen? Truhen sind da. Es gibt nur eine Truhe. Okay, 5 Stärke, verliere am Ende deines Zuges 5 Stärke, aber für den Zug wäre heftig. Panzerrüstung, was ist eine Panzerrüstung? 2 Stärke. Tja, ich glaube, damit würde ich grundsätzlich mehr Damage machen. Und 320 habe ich noch. 4-mal einem zufälligen Gegner 3 Schaden zu. Dann wären das schon 4-mal 5 Schaden. Und mit Verwunden werden das dann schon 4x6 Schaden, womit wir schon bei 24 eigentlich sind. Und sowas sieht auch böse aus. Dass meine Karten erschöpfen, ist ja auch wieder gut, weil ich sie dann nicht nochmal ziehe und dadurch andere Karten ziehe. Ich glaube, ich mache mal so. Und ein zusätzliches Mana. Ja. So, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Dann bis zum nächsten Mal. So, ich wollte eigentlich nur die drei Letztests angespielt machen. Und hatte aber den Run nicht abbrechen wollen. Deswegen habe ich ihn jetzt noch zu Ende geführt. Und ich hatte einen ziemlich harten Boss. Der hatte 300 Leben, noch 2 Arts dazu. Und als ich ihn getötet habe, ist er nochmal aufgestanden mit nochmal 300 Leben. Also ich habe es auch ganz knapp nur geschafft. Und hatte auch meinen Wiederbelebungstrank benutzen müssen. Und alle anderen Tränke, die ich hatte. Und dann ist halt dieses Herz aufgetaucht. Du verursachst 742 Schaden. Das Herz windet sich und blutet. Doch es schlägt letztendlich noch immer. Reichen deine mächtigen Angriffe nicht aus? Du fragst dich, war ich früher schon mal hier? Du spürst, dass du insgesamt 742 Schaden am Herzen verursacht hast. Insgesamt wurde 14 Milliarden Schaden von all jenen verursacht, die es herausgefordert haben. Das Herz pulsiert lauter und lauter, während dein Bewusstsein schwindet. Rubin-Erfolg erhalten. Aufstiegsmodus freigeschaltet. So, Ebenen aufgestiegen, 51. Gegner erschlagen 16. Exordium Elite 2, weil ich hatte irgendwann hier dieses Item. Das da nach dem Endboss vom zweiten Akt bekommen. Und dann habe ich auch gezielt Elite gesucht, wodurch ich dann andere coole Sachen noch bekommen habe. Stadteliten hatte ich keinen. Die Jenseitseliten 2. Bosse. Geld. Sammler.
Nicht Startkarte. So, Karten freigeschaltet. Füge 14 Schaden zu, Stärke beeinflusst schweres Schwert. Stärke lässt Angriffe mehr Schaden. Okay, aber das ist doch normal. Wenn ein Gegner beabsichtigt anzugreifen, erhalte 3 Stärke. Verdoppel deine Stärke und das ist eine Karte, die erschöpft. Achso, die tauchen einfach aus. Die kann ich jetzt nicht irgendwie benutzen. Ein neuer Charakter ist freigeschaltet worden. Ist das rein optisch oder hat das irgendwelche Effekte? Okay, es geht weiter. Wahrscheinlich von jedem Element muss man einmal spielen. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. Müsste ich mit anderen Spielern um die höchste Punktzahl. Eine Karte. Normale Gegner hinterlassen Relikte statt Karten. Okay, und hier kann ich jetzt den anderen Charakter auswählen. Okay, Startgold haben sie gleich viel, der hat mehr TP. Eine tödliche Jägerin aus den Nebelländern. Beseitigt Gegner mit Dolchen und Giften. Glühendes Blut, heilt am Ende des Kampfes 6 TP. Des Kampfes. Achso, und das hatte ich ersetzt. 4 verbleibende Freischaltungen. Achso, man muss mit jedem mehrmals durchspielen, um alles freizuschalten. Das, was ich gerade am Ende bekommen habe. Ziehe zu Beginn jedes Kampfes 2 zusätzliche Karten. Das ist natürlich auch nett. So, was ist das hier? Runs werden nach jedem Sieg schwerer. Siegesserie wird nicht beeinflusst. Elite spawnen häufiger. Kann ich nichts ändern. Okay, aber damit sind wir auch erstmal fertig. Kann man sogar ein Seed einstellen, habe ich gerade gesehen. Das ist ja witzig. Deswegen machen wir erstmal Schluss. Aber sagt mir mal, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr gerne mehr davon sehen wollt. Oder, ja, eher nicht. Dann würde ich es ad acta legen.